Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Dave, und ich dachte mir, so zum Jahreswechsel hau ich nochmal ein Video raus, das nichts mit dem Jahresabschluss oder Silvester oder sonstigen zu tun hat. Aber ich denke mal, um es beim Thema zu halten, werde ich in den Titel irgendwas mit 2016 schreiben. Egal, nach einer kleinen Pause bin ich auf jeden Fall wieder zurück, und falls ihr euch gefragt habt, wie meine letzten 2 Wochen denn so aussahen, das lief ungefähr so ab. This is a certified hood classic. Ja, wenn man einmal in diesen tiefen Sumpf der Memes hineingezogen wird, ist es nur sehr schwer, wieder rauszukommen. Aber im heutigen Video soll es ja nicht um irgendwelche Memes gehen, sondern habe ich vor kurzem ein Spiel entdeckt, bei dem ich mir dachte, how? Wie ist es möglich, dass dieses Spiel noch existiert und verfügbar ist? Und ihr werdet es wahrscheinlich auch am Titel erkannt haben, denke ich mal. Also ich denke mir meinen Titel nicht vor dem Videodreh aus, das mache ich dann eher so spontan. Aber heute geht es um ein so offensichtliches Pokémon-Plagiat, also ein Pokémon-Fake fürs Handy, bei dem man sich nur denken kann. Also wenn Leute meinen, dass Mobile Legends, also dieser League of Legends Fake fürs Handy, schon ein Abklatsch von LOL ist, dann haben sie noch nicht Monster Park oder Hey Monster, keine Ahnung, es heißt überall irgendwie anders, gesehen. Denn Mobile Legends hat wenigstens für die Helden noch eigene Namen und besitzt eigene Artworks und was weiß ich. Wohingegen Monster Park noch nicht einmal versucht zu verbergen, woher es seine, ich nenne es jetzt mal, Inspiration genommen hat. Aber mal eins nach dem anderen. Monster Park ist, wie gesagt, ein Smartphone-Game, das sowohl für Android als auch für iPhones existiert. Und in dem Spiel geht es dann darum, die Welt zu bereisen, Monster zu fangen, diese Monster zu trainieren und dann gegeneinander antreten zu lassen. Ja, klingt schon mal nach Pokémon, aber das allein wäre ja mal kein Problem. Da gibt es ja einige Games, die genau auf demselben Prinzip aufbauen. Ich meine, ist ja nichts Verwerfliches dran. Nur ist das Spielprinzip eben nicht die einzige Gemeinsamkeit zu Pokémon, denn Monster Park eskaliert dann plötzlich komplett. In den Ladebildschirmen gibt's Artworks von Pokken, also dem Pokémon-Tekken-Crossover. Die Region, die man zu Anfang bereist, ich weiß nicht, ob es mehr Regionen gibt, aber die erste Region, in die man kommt, heißt Kanto. Und sowieso sind alle Modelle und sogar die Namen der Pokémon 1:1 übernommen. So kann man sich anfangs zum Beispiel für ein Glumanda, Bisasam oder ein Shiggy entscheiden. Und ja, die heißen wirklich so, nur eben ihre englischen Namen, aber das sind Glumanda, Bisasam und Shiggy. Das Spiel selbst ist, wie ich finde, eigentlich ein recht passables MMO geworden. Man bereist ganz klassisch eine Oberwelt, sieht also auch die ganzen anderen Spieler, was die gerade so machen. Man kann sogar mit ihnen interagieren und ihnen Duellherausforderungen senden. Es gibt ein eigenes Chatfenster, in dem man ganz normal mit anderen Leuten chatten kann eben. Und natürlich, ganz Pokémon-typisch, kann es sein, dass, wenn man in hohes Gras rennt, einem ein Pokémon entgegenkommt. Das funktioniert meiner Meinung nach sogar alles ganz gut. Das macht auch wirklich Spaß und es kommt auch bis zu einem gewissen Grad Pokémon Feeling auf. Also im Großen und Ganzen ist das eigentlich genau das, was ich mir schon immer mal gewünscht hätte. Ein 3D-Pokémon-MMORPG auf dem Handy, also quasi immer dabei, und immer wenn ich Bock habe, kann ich da mal reinschauen, ein paar Pokémon fangen, ein paar Ligen machen, keine Ahnung, ob es da Ligen oder so gibt, aber vom Prinzip her ist das verdammt nice. Das, was mich an Monster Park allerdings am meisten stört, ist allerdings auch das, was mich an den meisten Free-to-Play-Handy-Games so sehr stört. Der ganze Bildschirm ist vollgeballert mit irgendwelchen Buttons, von denen die Hälfte einem irgendetwas verkaufen möchte. Was ich gesehen habe, gab es sogar Pakete, in denen man sich, keine Ahnung, ein Despotar, ein Mew oder auch ein Lugia kaufen konnte. Also ich weiß ja nicht, inwieweit da ein Pay-to-Win-Aspekt mit hineinspielt in das Game. Aber darüber will ich in dem Game eigentlich auch nicht reden. Was mich allerdings viel mehr interessiert ist, warum macht Nintendo nicht so etwas? Ich meine, Pokémon Go war ja ganz schön und gut, hat auch Spaß gemacht. 1-2 Monate, ich glaube mittlerweile spielt das so gut wie keiner mehr. Aber wenn Nintendo wirklich mal auf dem Handy so ein Game rausbringen würde, also ein Pokémon MMORPG, das im Prinzip genauso ist wie Monster Park,
Also mit Oberwelt herumlaufen, mit Leuten interagieren, Chat und so weiter. Also ich glaube, dass wenn Nintendo so ein Pokémon-Game rausbringen würde für die Smartphones, wäre das schon richtig nice. Und auch ziemlich wahrscheinlich besser als Super Mario Run. Also nichts gegen Super Mario Run, hat ja auch Spaß gemacht, aber das Wahre war es dann eben doch nicht. Aber hören wir jetzt auf mit diesen ganzen Pokémon-Fantasien. Wir alle wissen, dass Nintendo so etwas nie machen würde, aber die Frage, die ich mich jetzt wirklich stelle, wie ist es möglich, dass ein Spiel, das so offensichtlich von Pokémon klaut, also jetzt nicht nur die Pokémon-Namen oder das Aussehen der Pokémon, sondern auch die ganzen Artworks von Pocken und so, wie ist es möglich, dass ein solches Spiel, beziehungsweise der Entwickler des Spiels, noch nicht von Nintendo in Grund und Boden verklagt wurde? Ich meine, Nintendo ist ja dafür bekannt, dass die Fanprojekte, die keinen einzigen Cent an ihren Projekten verdienen wollen, einfach so einstampft, weil da Pokémon draufsteht. Das beste Beispiel war Pokémon. Es war Pokémon Uranium. Und dieses Fangame, in das der Entwickler wirklich sein Herzblut gesteckt hat und keine Ahnung wie viele Jahre in Entwicklung war, wurde von Nintendo eiskalt eingestampft. Die haben da einfach gesagt, nö, wir wollen nicht, dass du da dein eigenes Pokémon-Game machst und dabei viele Leute glücklich machst oder so. Keine Ahnung, was die für ein Problem mit dem Game hatten. Aber ja, das war's für das Game. Und da wirft sich für mich natürlich auch die Frage auf, wie ein Spiel wie Monster Park weiterhin existieren kann und weiterhin Geld für den Entwickler scheffeln kann. Ich meine, auch wenn nur ein sehr kleiner Prozentsatz der Leute, die das spielen, wirklich Geld für das Game ausgibt, wird für den Entwickler trotzdem ein ganz schöner Betrag abfallen, denke ich mal. Ich meine, vielleicht hat das irgendwas damit zu tun, dass das Spiel im App Store offiziell noch nicht erschienen ist, sondern noch in der Beta ist oder keine Ahnung. Ich kenne mich da mit diesem Rechtesystem oder wie das Ganze da läuft nicht aus, aber ja, ich denke mal, dass Nintendo, sollten sie von dem Spiel noch nichts wissen, sobald sie etwas davon wissen, irgendetwas dagegen unternehmen werden. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass Nintendo da untätig rumsitzen wird. Nintendo, die auch Videos von YouTubern claimen, die ihr Spiel let's playen. Die ja quasi dann auch kostenlose Werbung für Nintendo machen. Aber egal, das soll es für das heutige Video eigentlich auch schon wieder gewesen sein. Ich wollte jetzt einfach mal noch vor Jahresende ein kleines Video raushauen. Ihr wisst schon, damit ihr mich nicht vergesst. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was für ein Video das hier gerade war. Ich glaube, das war so ein First Look, gemischt mit ein wenig Rage, gemischt mit ein wenig eigener Meinung und ja. Und falls ihr bis jetzt wirklich dran geblieben seid, danke. Ich wünsche euch persönlich einen guten Rutsch ins neue Jahr und nachträglich frohe Weihnachten.